Guten Tag. Sie hatten mich hergebeten. Ich möchte, dass Sie sich um jemanden kümmern. Um jemanden, der die Firma mit seinem Scheitern in große Schwierigkeiten gebracht hat. Ich verstehe. Wer ist das Ziel? Ein ehemaliger Mitarbeiter. Er sollte schon während seines letzten Auftrags ausgeschaltet werden. Doch die Operation ist fehlgeschlagen und er ist untergetaucht. Zu welchem Tarif? Dem üblichen. Sie erhalten das Geld wie immer. Pünktlich nach der Verifizierung. Seine Akte. Ich erwarte eine reibungslose und diskrete Ausführung. Verstanden. Ausgezeichnet. Ich hasse dieses Zeug. Ines? Ja? Ven aquí. ¿Dónde estuviste? ¿Saliste de la casa anoche? Ja. Ich habe dir doch verboten, nachts wegzugehen. Dios mío, ¿dónde llegará esto? Was sollen die Nachbarn denken, wenn ein kleines Mädchen wie du nachts auf der Straße herumläuft? Mama, das war ein Sit-in. Das ist drin. Peor? Am besten habt ihr euch auch noch betrunken. Esto es inapropiado para una niña. En España. Mama, ich bin nicht mehr 12 und hör mir auf mit Spanien. Deine Verwandten leben dort im letzten Jahrhundert. Das ist mir genug, Ines! Wegen dir komme ich noch zu spät zum Sport. Dann geh ich mal. Nix da! Erst machst du deine Runde mit Santi. Und wenn ich nachher wiederkomme, sprechen wir noch über dein Benehmen. Wie eure Hoheit befehlen. Santi! Santi, komm her! Santi, bei Fuß! Santi, komm her! Bei Fuß! Moin Christoph, schön, dass du es einrichten konntest. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wir haben mitten in deiner Probe, als der Anruf kam. Hast du dir schon mal gesagt, dass du ein bisschen spinnst, seitdem du Theater spielst? Das ein oder andere Mal.
Hier, halt mal. Das ist ja mehr als Shakespeares Gesamtwerk. Ach, stell dich nicht so an. Hier die Kurzfassung. Wir haben es mit einer Entführung zu tun. Das Opfer heißt Ines Behrens Gutierrez. Sie ist 16 Jahre alt und war mit ihrem Hund spazieren. Der Täter hat sie gepackt und ist mit ihr in seinem Fluchtwagen, den er ungefähr dort abgestellt hat, weitergefahren. Kampfspuren gibt es keine. Ach, und wir haben ein Handy gefunden mit Kopfhörern, vermutlich vom Opfer. Okay. Gibt es schon eine Nachricht oder Forderung vom Täter? Ja, er hat einen Brief bei ihr zu Hause hinterlassen. Er will innerhalb einer Woche 500.000 Euro, sonst bringt er sie um. 500.000? Was arbeiten denn die Eltern? Behrenstech GmbH. Die beiden haben ein gut laufendes IT-Unternehmen. Dann wusste der Täter, dass die Eltern über das nötige Kleingeld verfügen. Gut kombiniert, Watson. Kein Vier-Sterne-Hotel, was? Gewöhn dich besser dran. Zweimal am Tag gibt's Essen. Und wenn du aufs Klo musst, dann gibst du mir durch ein Klopfen Bescheid. Dieser scheiß Bruchbude gibt's ja nicht mal fließend Wasser. Sonst noch Fragen? Perfekt. Zum Ablenken. Der wievielte Liter ist das? Wusstest du eigentlich, dass Koffein Bluthochdruck auslöst? Ohne Kaffee wäre ich ab der 8. Klasse gar nicht mehr zur Schule gegangen. Außerdem beugt Kaffee Krebs vor. Wir sind mit den Zeugenaussagen soweit durch. Das sind nur drei Aussagen von Passanten. Ja, ich weiß. Der Täter muss sich den Ort ziemlich genau ausgesucht haben. Da war weit und breit kein Mensch. Aber dafür haben wir den Fluchtwagen. Ein weißer Ford Transit. Ganz genau. Und das Kennzeichen, das gehört zu einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug aus Hamburg. Gute Arbeit. Kannst du das Kennzeichen an die Kollegen der Verkehrspolizei übermitteln? Ja, mach ich. Sind die Neuen immer so übermotiviert? Das liegt am Kaffee. Das könnte mir nicht passieren. Dann ist unser Täter also auch noch ein Autodieb. Könntest du im Register nachgucken? Da finden sich bestimmt ein paar Vorbestrafte, die in Frage kommen. Schon unterwegs. Was ist? Ich muss auf Klo. Komm mit. Thank you.
abgereist. Papier liegt dran. Fuck! Ich hab meine Tage! Was? Ich hab meine Tage! Scheiße, kannst du nicht einfach das Papier nehmen? Nein, irgendwas anderes. Ich brauch was dringend. Irgendwas. Warte kurz, ich hol dir was, ja? Können, ja? Das hat's jetzt auch nicht verdient. Hast du es zu Ende gelesen? Ja. Wie fandest du es? Ja, eigentlich echt kacke. Ich dachte, sowas liest man zurzeit. Was liest du gerne? Wenn, dann eher Krimis oder Science Fiction. Warte, ich hole dir kurz was. Bitte besser als das andere, ja? Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Danke. Und er ist zu 100% glaubwürdig? Vincent ist unsere absolut verlässlichste Quelle. Ich hatte ein komisches Gefühl. Moin allerseits. Moin. Moin. Bin ich zu spät? Nein, alles gut. Wir haben nur schon früher angefangen. Ein dubioser Bekannter von Sascha und Uwe hat einen möglichen Tatverdächtigen im Behrens-Fall gesehen. Ein Bekannter? Ein Informant. Ach so, der. Und wer ist der Verdächtige? Marco Ried. Vorstrafe wegen Autodiebstahls mit 15, mit 19 Lehre als Schlosser abgebrochen. Damals sehr aktives Mitglied der Marienkirche Hamburg. Mit 22 wird er bei Roxana Enterprise als Wachmann eingestellt. Ab dann keine weiteren Vermerke, bis er im November auf den Überwachungsbändern der Medtronic AG zu sehen war. Der Medtronic-Fall? Wusste der Informant etwas darüber? Nein, zu dem Zeitpunkt stand er mit Ried nicht mehr in Kontakt. Schade. Wann und wo hat Ried ihn denn das letzte Mal gesehen? Am 14. Mai. Abends an der Tanke. In einem weißen Ford Transit? Also die Marke hat er nicht erkannt, aber die Farbe stimmt.
Okay, danke, Jungs. Das war's für heute. Meldet euch, wenn ihr was Neues findet. Okay, machen wir. Sascha? Ja? Du hast da was am Hemd. Oh, ja. Naja, das ist verwaschen. Hat der Döner geschmeckt? Ja, schon. War ein bisschen wenig Soße drauf. Uwe, kommst du? Ried passt aufs Profil wie die Faust aufs Auge. Passt fast schon zu gut. Außerdem sind da ganz schön viele Zufälle im Spiel. Ich finde, dass das alles noch im Bereich des Möglichen liegt. Meinst du? Ein Gedankenexperiment. Ein Informant der Polizei, der 5 Tage die Woche an der Tankstelle arbeitet, trifft während seiner Schicht zufällig einen zukünftigen Entführer, den er zufällig kennt und der sich zufällig genau diese Tankstelle ausgesucht hat, um seinen geklauten Fluchtwagen aufzutanken. Und dieser Tatverdächtige ist dann auch noch in einen der rätselhaftesten Kriminalfälle der deutschen Geschichte verwickelt, wo außer ihm alle Zeugen und Verdächtigen verschwunden oder gestorben sind. Wie würdest du das nennen? Ich nenne das 2 Fälle mit einer Klappe schlagen. Du bist ja schon ziemlich weit. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun. Wie gefällt es dir? Ganz gut. Ich finde es nur manchmal ein bisschen zäh. Orwell beschreibt sehr detailliert. Ja, das halbe Buch besteht gefühlt nur aus Winstons Gedanken zur Partei und zum großen Bruder. Aber bis Drea auftaucht, passiert eigentlich gar nichts. Aber genau diese Beschreibungen sind doch das Wichtigste im ganzen Roman. Erst dadurch erklärt Orwell, wie seine Welt funktioniert. Was hältst du von Julia? Ich mag sie, aber irgendwie passt sie nicht so gut zu Winston. Winston kämpft gegen die Partei und Julia, ihr geht es vor allem um sich selbst. Sie will ihre eigene Freiheit. Ja, aber Winston will auch Freiheit. Allerdings für alle. Julia ist egoistisch. Freiheit ist meistens egoistisch. Vor allem, wenn sie auf Kosten anderer geht. Ist das der Grund, warum du das hier tust? Ich tue das hier für Geld. Und mit Geld kann ich Freiheit kaufen. Gibt es keinen anderen Weg? Ich habe keine Zeit für einen anderen Weg. Ich werde von einem Mann gejagt, der über Leichen geht, um sein Imperium zu vergrößern. Na, mein Prinz? Alles in Ordnung? Ihr macht zu euch ein betrübtes Gesicht. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Welcher Akt ist es diesmal? Der Informant. Seid ihr immer noch suspekt? Nein, natürlich. Der Typ will sich noch nicht mal vernehmen lassen. Er hat auf jeden Fall was zu verbergen. Ach, Christoph, natürlich hat er was zu verbergen. Er steckt doch selbst bis zum Hals in der Scheiße. Das muss nichts heißen. Chefs, wir haben ihn. Wen? Ried? Nein, den Stein der Weisen. Natürlich Ried, er wurde geblitzt. Geblitzt? Ja, geblitzt. Wo? Im Landkreis Walsburg auf der B6. In der Gegend gibt es weit und breit nichts. Außer einer verlassenen Villa aus dem 18. Jahrhundert. Das perfekte Versteck. Kriegen wir Satellitenbilder von der Villa? Google Maps? Ja, ich mach. Wie die Zeiten sich ändern. Hol die Jungs aus dem Betten. Es kann sein, dass wir bald stürmen müssen. Ain't nobody wrecked it. Back.
Scheiße! ¿Puedo entrar? ¿Cómo te sientes? No sé. Wusstest du, dass dir nachgelaufen ist? Er war über eine Woche verschwunden, bis ihn dann vorgestern ein paar Kinder gefunden haben. Eigentlich wollten sie ihn behalten, aber dann haben sie sein Halsband gesehen und haben uns angerufen. Ines? Ich möchte mich entschuldigen. Für unseren letzten Streit und alle, die wir davor hatten. Das tut mir alles so leid. Ich war immer so egoistisch. Está bien, Mama. He sido una madre mala. Tranquila, Mama. Está todo bien. Ich habe mich auch oft daneben benommen. Aber jetzt bist du ja wieder da. Ich bin so froh, dass dieser Mensch keine Macht mehr über dich hat. Meinst du, sie kriegen ihn? Die Polizei sagt, dass die Chancen ganz gut sind. Immerhin kennen sie ja jetzt seinen Namen und die wissen, wie er aussieht. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Hab ich nicht. Ob er jetzt frei ist? Ist der Tod der Anfang oder das Ende? Was? Entschuldigung, ich habe laut gedacht. An einem Ort wie diesem fällt es auch schwer, das Licht zu tun, oder? Da hast du recht. Ein Angehöriger von dir? Nein, ich bin beruflich hier. Du kümmerst dich um die Gräber? Um die Toten, ja. Manchmal ist meine Arbeit etwas deprimierend, aber auf eine gewisse Art und Weise fasziniert sie mich auch. Und ich werde gut bezahlt. Darauf kommt es an.
Und was machst du hier? Ich bin auf der Durchreise. Pilgerfahrt, oder wie? Wäre eine Idee. Geh ruhig rein, zu deinem Gott. Nimm die mit. Es schadet nie, ihnen gnädig zu stimmen. Was hast du die her? Mein Chef hat sie mir geschenkt. Du bist also der Mann, der fast die ganze Firma zerstört hätte, weil er seinen Auftrag so grandios zum Scheitern gebracht hat. Hat Alexander dir das erzählt? Mein Fehler war nicht mein Scheitern, mein Fehler war, dass ich ihm vertraut habe. Der Auftrag ist so gut wie erledigt. Ausgezeichnet. Aber hat er schon lange vor, mich zu ersetzen? Ich habe mich wichtig gefühlt. Dabei war ich nie mehr als ein Zahnrad in seinem Getriebe. Nicht alle Zahnräder können ersetzt werden. Ist das so? Ich schätze, dein erster Mord in seinem Auftrag war dein Vorgänger. Glaub nicht, dass du unersetzlich bist. Wahrscheinlich hat er schon einen Nachfolger für dich in der Hinterhand. Und irgendwann schickt er euch zusammen los. An diesem Tag werden wir uns wiedersehen. Danke. Auch? Nein, danke. Schadet der Gesundheit. Ein Mensch mit Prinzipien. Glaubst du an Schicksal? Das fragst du mich jetzt? Den Umständen entsprechend schon, ja. Obwohl ich vor ein paar Minuten noch dachte, dass ich vielleicht doch nicht zum Scheitern verurteilt bin. Und im Angesicht des Todes erscheint mir die Frage nach dem freien Willen doch nicht mehr ganz so wichtig. Du hast recht. Am Ende ist doch alles eine Frage der Perspektive. Warum bist du nach der Medtronic-Sache nicht einfach abgehauen?
Ich wollte ihm zeigen, dass er mich doch nicht besiegt hat. Am Ende hättest du mich doch so oder so gefunden. Ich gebe dir noch 5 Minuten. Die brauche ich nicht mehr. In Ordnung. Kannst du meine Leiche irgendwo unterlegen? Der Gedanke, dass sie hier im Dreck liegt, deprimiert mich doch ein bisschen. Das lässt sich einrichten. Lief alles nach Plan? Ja. Die Verifizierung. Ausgezeichnet. Was haben Sie mit der Leiche gemacht? Ich habe sie im Dreck liegen lassen. Hervorragend. Das sollte eine Warnung an all diejenigen sein, die gedenken, der Firma den Rücken zu kehren. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Die vereinbarten 40.000 Euro. Sie dürfen jetzt gehen. Gibt es noch etwas? Nein, nichts. Dann gehen Sie. Macht ist eine Illusion. Wer sie beherrscht, ein Magier mit goldenem Zauberstab. Doch wenn eine Marionette den Zauber durchschaut, gibt es keine andere Option, als ihre Fäden durchzuschneiden. Thank you.
just feel so Hallo, bin wieder da. Hallo. Na? Wie geht's dir? I just feel so good.